Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum nächsten Planet Coaster 2 Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute in der Vollversion. Wir spielen immer noch den Karrieremodus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch das Spiel schon geholt habt und ob ihr es auch schon gespielt habt. Und wenn ja, wie ihr es findet. Ja, wir starten einfach mal rein. Wir haben ja letztes Mal Platin geschafft auf Parks und Restaurierungen und sind jetzt bei ein schönes Ufer. Dieser idyllische Strand ist in schwierigem Fahrwasser. Der vorherige Eigentümer versuchte alles, um den Park über Wasser zu halten. Aber schließlich wurde er von Schulden überschwemmt. Zum Glück hat Brad eine Vision, wie er das Blatt wenden und den Park wieder flott machen kann. Und dazu gehören Wasserfahrgeschäfte. Zeit für einen Sprung ins kalte Wasser. Hey, schau dir den Strand an. Toll, nicht wahr? Sonnenschein, hohe Wellen und viel wichtiger, er gehört uns. Der Vorbesitzer hat sich ein wenig übernommen. Ein ganz klein wenig. Weshalb das mit dem Park nichts wurde. Ich habe eine Idee. Wir können diesen Park mit Gästen füllen und Coaster Coast reich machen mit viel Nassem. Für Wasserfahrgeschäfte werden die Leute herbeiströmen. Meine Güte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist da an was dran, Junge. Warte mal kurz. Ich kenne meinen Bruder. Da gibt's einen Haken, stimmt's, Bradley? Also, nur einen winzigen. Der Vorbesitzer hat eine Menge Kredite aufgenommen, bevor der Park unterging. Und die Kredite gehören jetzt uns. Überraschung. Brad, das hättest du mir vorher sagen sollen. Ich hätte dir geholfen, so einen Fehler zu vermeiden. Fehler? Nein. Ich dachte, der Laden ist toll. Keine Sorge. Was sind Schulden unter Freunden? Bleibe du nur deiner Vision treu. Zusammen erschaffen wir Unglaubliches. Das schaffen wir jetzt auch, finde ich. Das sollten wir packen. Also, der Park hat Schulden. Ich bin mal gespannt, wie viele Schulden der hat. Eieieiei. 70.000 Darlehenbetrag und 84.000 haben wir noch da. Okay, wir gucken mal rein. Bei den Zielen, wir haben einiges an Zielen da. Bin ich mal gespannt. Baue und eröffne ein weiteres. Wir machen mal kurz auf Pause. Ah, ist sowieso auf Pause. Nee, doch nicht. Oha. Weil nachher verlieren wir Geld dadurch. Das geht natürlich nicht. Baue und eröffne ein weiteres Souvenirgebäude. Das kriegen wir hin. Baue und eröffne ein weiteres Servicegebäude. Warte mal. Zwei. Ah, Gäste, nicht Souvenirgebäude. Ah. Dann sollen wir auch eine Toilette haben. Wir sollen einen Hausmeister einstellen. Was erforschen, das haben wir schon gemacht. Besitze drei Landgebiete. Das heißt, wir müssen noch eins kaufen. Baue und öffne ein Fahrgeschäft. Ein Pool sollen wir bauen, der mindestens zwei Umkleideräume hat. Und ein Pool-Prestige von mindestens 300. Und dann sollen wir 90% der Pools vom Rettungsschwimmerposten abdecken. Easy Game. Ich stelle einmal die Uhrzeit ein. Ich weiß, das ist bei euch, wenn ihr spielt, nicht ganz so schlimm. Warte mal. Das ist halt für mich, wenn ich aufnehme, ist das halt ein bisschen ärgerlich. Deswegen machen wir einfach mal so. Das ist ein bisschen ärgerlich für mich, wenn ich aufnehme. Sag ich, wie es ist. Weil es für die YouTube-Aufnahme deutlich besser wäre, wenn wir... Na, sag schnell. Also wenn man eine feste Sonne hat, so wollte ich das gesagt haben. Das war nicht hier, ne? Das ist Szenerien oder so. Ach nee, das ist bei Pools. Warte mal. Extras, genau, hier. Und da sollen wir nämlich jetzt ein Dings abdecken hier. Guck mal, da schafft das tatsächlich hier alles abzudecken, würde ich sagen. Und schon haben wir es geschafft. Den unteren. Ist auch gut. Wenigstens kümmert er sich darum. Dann sollen wir einen Tischler einstellen, hätte ich mal gesagt hier. Einen Techniker. Haben wir auch geschafft. Ach nee, einen Hausmeister sollen wir einstellen. Ja, machen wir das mal. So, dann sollen wir ein Servicegebäude Toilette haben. Und ein Servicegebäude generell. Ich würde ja schätzen... Ach, das kann man nicht bearbeiten. Na ja. Ich meine, ich kann da ja trotzdem ein Pool-Service-Gebäude reinmachen, oder? Oder haben wir sowas schon? Umkleidekabinen haben wir.
machen es jetzt einfach mal. Und hoffen, dass er das packt. Der Shop. Vielleicht. So. Könnte ja auch sein, ne? Öffnen wir mal den Laden. Zählt das als Servicegebäude? Gästedienstleistung. Nee. Und als Toilette zählt das auch noch nicht. Ach, guck mal, hier, das ist das Ding. Ist geschlossen. Dann können die da runterfahren. Ich weiß gar nicht, was wir alles hier so haben. Eine Toilette. Die stinkt auch. Gönnen wir es uns mit einem Euro. Notruf, weil dann kommt der Hausmeister hier rüber. Wobei, wenn wir eh keinen Hausmeister... Ich weiß gar nicht, wie viele haben. Wie viele haben wir denn? Hausmeister, warte mal kurz. Personal. Nur einen Hausmeister. Naja, dann... Dann können wir ja prinzipiell, weil wir einen relativ großen Park haben, ja zwei, drei nochmal einstellen. So, ein Gästeservice-Gebäude. Ist es vielleicht ein Getränk? Getränke sind nämlich auch eher schlecht dabei. Geht wieder nicht. Es ist wirklich sehr, sehr nice. Milkshake, Latte Love. Wir nehmen an Juice. Ein Pipshop Juice. So. Pipshop. So. Zählt das? Baue und eröffne ein weiteres Servicegebäude. Gästedienstleistung. Service. Dienstleistung. Ah, okay. Also es ist hier doch eine Toilette, die ich bauen muss. Das sowieso. Das sind auch coole Designs hier, ne? Sehen wir gerade, wie das sich hier anfühlt. Die ganze Map und so. Ist hier irgendwas drin? Tatsächlich nicht. Guck mal, weil man könnte ja prinzipiell da die Toilette reinmachen. Dann sieht die keiner. Ist da der Weg hin? Hubala. Das ist eher schlecht. Weiß gerade gar nicht, was für ein Weg das ist. Ich glaube, der hier. Okay, auch nicht gut. Warum passiert das denn? Aber da ist der Weg doch hin, ne? Also die können da zur Toilette gehen. Ein weiteres Servicegebäude. Also wir brauchen noch irgendwie hier den Föhn. Föhn oder eine... Information, aber den Föhn würde ich, glaube ich, fühlen. Wenn wir den hier hinsetzen. Dass Leute sich hier hin verirren. Zählt immer noch nicht. Gästedienstleistungen mit Poolpass fehlen in der Nähe. Ich meine, tendenziell hier würden Toiletten reinpassen. Das geht natürlich nicht, dass wir die noch nicht haben. Easy. Haben wir hier Toiletten? Und dann brauchen wir irgendwo noch eine Information, damit die Poolpässe kaufen können. Und das weiß ich, dass wir das brauchen. Tendenziell wäre halt hier das cool gewesen, ne? Aber kriegen wir eine Information vielleicht auch hier hin? Warte mal. Baupläne. Information. Ja, siehst du wohl. Kriegen wir sogar hier hin. Kann hier aber nicht gebaut werden. Das ist eher schade. Bauen wir es halt hier so hin. Und schon kannst du einen Poolpass kaufen und dir gönnen. Wir müssen also noch einen Pool mehr machen. Und wir brauchen mindestens zwei Umkleideräume. Noch mehr. Guck mal, die ganzen Bungalows hier oben. Das war witzig. Ah, kann man gar nicht hin, da hört die Map auf. Also ein weiterer Pool wäre nicht schlecht.
Und wir brauchen noch irgendwie ein Dings, ne? Ein Fahrgeschäft. Oder was? Ja, ein Fahrgeschäft brauchen wir noch. Man könnte hier natürlich irgendwie ein kleines Fahrgeschäft sich gönnen und hier in die Mitte machen. Das ist zu groß. Das ist auch zu groß. Unpassend. Zu groß. Zu groß. Okay, schade. Ich dachte, ich hätte irgendwie ein kleines Fahrgeschäft. Habe ich aber scheinbar nicht. Das hier hätte ich im Angebot. Was ja jetzt auch nicht so schlimm wäre. Ne? Eingang verschieben und Ausgang verschieben. Eigentlich nicht, ne? Aber wir brauchen, glaube ich, eine Warteschlange hier. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, dass wir eine Warteschlange haben. Zumindest irgendwie so eine halbe, wo die Leute dann reingehen können. Haben wir schon ein Schnäppchen gemacht? Nice. Und dann kann das Ding sich drehen und die Leute können sich freuen. Easy, easy, easy. Nice. Das zählt dann, ne? Ja, und dann müssen wir noch ein Stück Land kaufen. Pier ist im Besitz, der Ozean ist im Besitz. Die Strandpromenade. Oder die Strandpromenade. Ich würde, glaube ich, die Strandpromenade hier bevorzugen. Naja, bei hier hinten und dann so einen schönen Pool am Wasser. Würde ich sehen. So, und jetzt noch einen Pool machen. Darum geht es ja dann auch noch. Am Ende ein Pool zu bauen. Genau, bis runter zum Strand. Und dann brauchen wir einen Pool. Und der soll einen Pool-Prestige von mindestens 300 haben. Da bauen wir selber einen Pool. Den zeichnen wir, Leute. Der Platz ist blockiert. Wie kann das nur sein? Das ist wirklich ziemlich ärgerlich. Okay, machen wir den Pool doch woanders hin. Kann ich das Ding eigentlich aufmachen? Kosten tut's ja nichts. Verbrauchen tut das wahrscheinlich. Wo baut man denn so einen Pool hin? Sag mal. Das ist nicht unser einziges Fahrgeschäft, ne? Ne, wir haben das noch und das Riesenrad auch noch. Hier unten könnte ich halt auch noch einen Pool machen, ne? Wenn man ehrlich ist. Nice. Dann haben wir hier einen Pool. Machen wir da noch zwei Umkleidekabinen rein. Denke ich mal. Der Park füllt sich langsam. Nice. Ich hätte allerdings mit mehr Gästen gerechnet. Wissen die Leute nicht, wie cool es hier ist? Ach, vielleicht hatte Eugene recht und der Kauf war ein Fehler. Gib dem Park Zeit, mein Junge. Er entwickelt sich gut und ich bin mir sicher, dass Eugene dich nur beschützen will. Bruderliebe und so. Ja, du hast sicher recht. So wie meistens. Außer bei den mit Haggis gefüllten Donuts. Die waren einfach abscheulich. Nice, Bronze geschafft. Bronze ist geschafft, liebe Freunde. Das ist auch wichtig. Kann man sich hier bei der Umkleidekabine ein bisschen sonnen. Man kann da reinspringen. Ich würde, glaube ich, noch ein paar Pool-Extras machen, wie zum Beispiel dieses Sprungbrett. Würde ich, glaube ich, bevorzugen. Und dann kann man sich das hier halt gönnen. Ich weiß nicht, was das Pool-Prestige hier ist. Aber weiß ich auch nicht. So. Folgendes Fahrgeschäft abschließen. American Arrow. Also die Achterbahn. Dann sollen wir zwei Rutschbahnen besitzen und führe eine Werbekampagne für Rutsch.
Bahnenthusiasten durch. Das kriegen wir wohl hin. Gucken wir mal, ob das passt. Hier sind dann so ein paar Bremsen drin. Und dann würde ich das Ganze mal ein bisschen glätten. Dass es nicht ganz so schlimm ist. Sieht nämlich schon relativ krass aus hier, die Achterbahn. Wenn die da hochfährt. Der American Arrow. Fährt rum. Fährt da rum. Nice. Hat's funktioniert? Und wie waren die Tests? Ah, guck mal, ist alles grün. Nice. Zwei Rutschbahnen. Also tendenziell würde ich ja sagen, dass wir hier unten gut rutschen können, ne? Vielleicht so eine Slide. Ich würde es schließen, genau. Kann ich irgendwas drehen oder so? Das ist ein bisschen blöd. Warum ist das denn so krass? Highspeed. Ich würde es halt irgendwie so machen. Geht das hier ins Wasser rein? Noch nicht ganz, ne? Und dann endet das hier auch. Schön in Richtung Wasser. Warte mal, ich glaube, wir können hier noch ein Stück weiter runter machen. Und dann endet es im Wasser. Also das Teil hier im Wasser enden lassen. Könnte ja sein. Einen schönen Eingang platzieren hier. Da kann man ja tendenziell, könnte man ja hier was bauen. Das geht nicht, das blockiert. Ist auch blockiert. Da drüben. Okay, wild. Wild. Aber gut, verbinden wir den Eingang mal mit dem Weg. So, dann kann man die Treppen hochgehen. Das ist auch ganz nice. Macht da irgendjemand mit? Oh, kann sein. Ist auch ein Schnäppchen. Und dann haben die Leute hier eine Rutschbahn gekriegt. Und die gehen sogar da hoch für 12, ne? Das finde ich noch mit so am krassesten. Okay, nur noch 82 Darlehen zurückzahlen. Betrag zurückzahlen. Ach, guck mal, kann man sogar Sachen zurückzahlen hier. Also wenn wir 20 zurückgeben. Und ich weiß, es wäre smarter gewesen, eine Rutschbahn nochmal zu machen. Aber kommt auch noch. Weil wir auch noch eine Werbekampagne brauchen. Ja, die Leute finden das eigentlich ganz gut hier, diese Rutschbahn. Hier würde ich halt ungern eine nutzen. Irgendwie. Aber man kann sich ja auch irgendwie ausdenken, wo eine kleine Rutschbahn Sinn ergeben würde. Ich sag mal hier so. Genau. Dann sliden wir hier los. Mit Highspeed geht's runter.
Kann ich ihn ja komplett in Glas machen? Nee, ne? Das wäre schön. Warte mal, weil dann müssen wir eigentlich Wasser hier reinmachen noch. So ein Ankompool. Ah, nicht so ein Ding. Schwimmen, warten. Weil hier halt das Ding ankommen wird. Dann geht das nicht mehr richtig. Naja, ist aber egal. Genau das Ding hätte ich gebraucht. Deep Runout Lane. Dieser Platz ist blockiert. Geht das jetzt? Kann ich in eine Deep Out Runout Lane machen? Leider nicht ganz. Geht nicht. Muss ich hier ein Stück länger machen noch? Und dann kann ich das machen. Immer noch nicht. Da wird es gehen. Also 8 Meter und dann eine Deep Out Runout Lane. Gelände im Weg, ey, ist das nervig. Okay. Wir belassen es mal dabei. Krieg den Weg jetzt auch nicht geöffnet, ne? Ah, jetzt. Was kostet der Park eigentlich? Also 2 Euro würde ich nehmen. Und ja, jetzt wird sich wieder der ein oder andere oder die ein oder andere beschweren. Aber Goruma zahlt doppelt für deinen Park. Ja, so ist das halt manchmal. Da muss man auch mal ein bisschen kompromissbereit sein. 6.500 wird zurückgezahlt. Das wird ja auch irgendeiner von den Dingern sein, dass man Geld zurückzahlen muss. Besitze 2 Rutschbahnen und eine Werbekampagne für Rutschbahn-Enthusiasten. Voraussetzung, Streckenlänge von mindestens 70 Metern muss eine Rutschbahn sein. Verstehe nicht. Wie lang ist die? Fast 70 Meter. Okay. Also anstelle eine krasse Rutschbahn zu machen, könnten wir hier halt noch eine zweite reinbauen. Auch hier. Die so ein bisschen ist wie die erste. Nur höher. Dieser auf jeden Fall höher. Und dann geht's jetzt los, ja. So. Jetzt einmal gucken, ob wir das hier irgendwie gedeichselt kriegen. Dass sie dann direkt ins Wasser plumpsen. Das wird halt auch gehen. Easy. So. Wie lang ist der Spaß denn? Hundert Meter Schienenlänge, nice.
Aber dieses Fahrgeschäft ist nicht verfügbar. Nicht erreichbar. Das tut mir leid, da. Ich muss es ja quasi hier platzieren, weil dann steht es auch im Wasser. Warte mal, also generell könnte ich natürlich so machen, dass das ein bisschen im Wasser steht. Ja. Und dann bearbeiten wir das unten einmal nochmal. Testen nochmal. Und dann brauchen wir den Eingang noch. Soll der auch drin sein. Genauso wie hier die Warteschlange. Das ist ja sowieso ein Schnäppchen. Deswegen passt das alles. Nice. Die Leute gehen auch rein. Was sollen wir da noch machen? Eine Werbekampagne durchführen. Warte mal, hatten wir das nicht? Scheinbar nicht. Dann legen wir mal los. Weißt du, Kumpel, ich bin wieder zuversichtlich, was den Park angeht. Ich meine, schau dich nur um. Ich weiß, ich sollte mir Eugenes Worte nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Aber bei ihm komme ich mir immer so klein vor. Ich meine, klar, ich bin zwar der kleine Bruder, aber es fühlt sich trotzdem blöd an. Egal. Strände, Wasser und atemberaubende Fahrgeschäfte? Warum habe ich mir Sorgen gemacht? Ich lasse dich weiterarbeiten. Nice, und damit haben wir Silber. Ich sehe auch schon hier, das Wasser muss gereinigt werden. Das können wir aber nächste Folge tatsächlich machen. Ihr lasst den Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder zu Planet Coaster 2. Ich würde mich freuen. Bis dahin, haut erstmal rein.